Hallo und herzlich willkommen. Direkt hier im Anschluss zur letzten Folge. Komm, wir spawnen mal hier. Gibt es hier irgendwelche Sachen, wie man. Hier hatten auch so coole Bewegungssachen. Nee, komm, der Klonscharfschütze. Da können wir auch bestimmt hier ein paar abholen. Weil die müssen doch. Oh je. Wir. D-Day, D-Day-Feeling. Aber diesmal sind wir. Verteidigt das, ich snipe hier ab. Ich habe da zwar bis jetzt auch kein einziges Mal getroffen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich frage mich, warum man eigentlich diesen Kampfdruiden keine Schutzhilfe gebaut hat, aber egal. Okay, den hat aus. Als ob. Sind das so Superpower-Druiden? In bug das rum? Okay. Scheint so. Ich hole die mir alle runter. Die hole ich mir alle. Weil sind im Wasser. Die sind im Wasser, glaube ich, wirklich langsamer. Dann werden die vermutlich viele paar Punkte einholen, aber wir kriegen. Oh, ich wurde abgeschossen. Ist ja noch hier oben. Oh, bah. Ich möchte aber die Wookies spielen. Ja, ein Deserteur. Ein Deserteur. Den lassen wir in den Frieden mal. Der soll ja. Ey, ja. Er hat noch vorgetäuscht, dass er desertiert, dann hätte er seine. Oh, den Droiden muss ich erwischen. Na, ah, scheiße. Okay, der räumt da jetzt, glaube ich, erstmal richtig auf. Mal schauen. Aber bis jetzt läuft's ganz gut, was die Abschussquote angeht. Da kann ich mich doch jetzt ganz gut reinfuchsen. So, wo kommen sie? Knapp. Jawoll, Brudi. Digga. Was macht er? Da sind Druidiker. Ja, es bringt jetzt halt nur semi was. Es wäre, glaube ich, mal ganz gut, wenn ihr den Punkt da einnehmen könntet. Ja gut, aber der Punkt ist ja auf dem offenen Feld, das bringt es dann doch eher weniger. Oh, hier unten wird es auch. Muss nachladen. Aber die haben uns entdeckt, zumindest der eine. Granate! Weiß nicht, ob ich mit den Granaten überhaupt jemanden getroffen habe. Aber den Druidiker. Oh nein, oh je. Ach Mann! Aber das ist ja, war ja mal eine richtig gute Position. Oh. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Gate. Die scheinen ja ein bisschen überrannt zu werden, habe ich das Gefühl. Ja, hier, da kann ich mich doch aus. Das ist mein Game, Baby. Ich wäre so gerne ein Druide. Dann wäre ich Obalix, oh je. Majest, nee. Wie ist der? Trubadix, nee. Trubadix war der Bade, bin ich ja dumm? Nee. Miraculix, so hieß der. Das war jetzt schon peinlich. Ja. The enemy is everywhere. But I will hit them in the Schaltkreise. Denn können sie deren. Oh. Du Bagger. Du machst das.
Du hast einen Stromausfall. Yeehaw. Er darf nicht mehr Leben haben als ich. Also Friendly Fire habe ich ausgestellt. Stimmt, da war ja was. Ja, aber ich rate dir schon durch. Ich glaube zumindest diesen Eindruck habe ich bekommen mit der Granate. Also, sag mal so, es ist ein bisschen einfacher als in Hell Let Loose. Ich glaube, darauf kann man sich ganz gut einigen als Sniper. Das stimmt doch. Jetzt treff doch. Himmel, das war ja. Oh. Von wo? Im Rücken. Ich kann nicht den Wookie spielen. Warum denn nicht? Das ist doch. Oh, ich bin unten gespawnt. Vielleicht kann man von dort. Nee, hier ist man ein bisschen zu nah am Kampfgeschehen, glaube ich, dran, ne? Aber ins Geschütz hätte ich auch Bock jetzt nochmal. Ja, aber so kann ich, weil kann ich nicht werfen, ey. Der Druidikard, den sollten wir. Ja, boah, das haben sie stark gemacht. Meine Klone. Der eine Druidikard konnte sich ein, aber der steht relativ weit hinten. Das ist wieder ein Druidikard, den sollten wir bekommen. Aber nicht bekommen. Aber wir rasieren hier schon durch, jetzt nochmal mit dem Geschütz. Ja, okay. Huiuiui. Ja. Mit dem Geschütz wird man ganz schön ins Feuer genommen. Aber wir haben nur noch diesen einen Punkt, ne? Das ist ja auch lustig. Stirb! Du B1-Einheit. Stirb. Ich weiß gerade nicht, welche Einheit die haben. Das waren die Kampfdruiden. Die neu entwickelten im zweiten Teil. Aber das ist ja hier der Punkt. Das ist ja der Punkt, wo die Order 66 beginnt, auf alle Fälle. Mit Yoda und so. Da noch ein Delinquent. Und das ist ein toter Delinquent. Ist dann halt einfach, der Winkel ist halt so gut, ne? An sich hat man ja relativ wenig Deckung. Aber es sind halt auch die Vorteile eines Scharfschützen. So, du bist ein toter Druide. Deine Schaltkreise gehören mir. Und ich denke mir gerade pseudo coole Sprüche aus. Oh, den Druidiker müssen wir bekommen. Jawohl. So, oh, die scheiß Laterne steht im Weg. Ja, 60 Kills. Komm, machen wir noch die 100. Das haben wir nur geschafft mit dem TNT Walker. ATTE. Aber das wird knapp, weil es sind ja nur noch 30 übrig. Ah, er bewegt sich genau dann, wenn ich schieße. Alles klar. Da hat er eine gute Installation gehabt, das hat mir aber nichts genützt, dem Druiden. Ha, er zieht sich schon zurück. Jetzt wird er im Rücken geschossen.
versuche mal, na, das bringt jetzt nichts, da rein zu schießen. Versuche ich doch erstmal Leute, die neu spawnen, weil die hier den Strand erstürmen. Wollen ausfindig machen. Die Sniper haben es rausgerissen. Sonst wäre das ja ein Desaster. Ja. Okay, das war's dann auch an der Stelle. Mit dem guten Zielen. Komm noch her. Ach so, ich... Oh. Ja, komm. Ja, ist nicht so bad, weil ich hatte überhaupt keine Munition mehr. Ja, das war wichtig. Mookie! Hey, Chewbacca, du bist mein Freund. Oh, wie ich dich vermissen werde. Genauso wie ich Hahn vermissen werde. Aber Hahn ist tot und du lebst noch. Und Hahns Tod war wohl unehrenhaft. Genauso wie Luke und Leas. Und ich hasse die Sequel... Nee. Prequel-Trilogie. Weil ich's komisch. Und die Regisseure sind alle unfreundlich. Oh, das ist einer von uns. Ja, ja, da war der Finger wieder schneller als das Auge. Ah, jetzt verkämpfen die sich, damit sie nicht gewinnen, alles klar. Auch. Okay, dann... Follow me! Bewegung! Und der Wookie hat... vor Angst. Angst verleiht halt nicht nur Flügel. Okay. Ja, aber wo sind sie hin? Da wird noch gekämpft. Da war eben noch ein Kampfdruide hoch. Ja, aber das war's jetzt auch. Perfekt. Oh, ein Sieg und Frieden. Ah, ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Keine Auszeichnung bekommen, aber hey, warum denn nicht? Habe ich all meine Kills. Ich habe all meine Kills mit. Ja, Lieblingswaffe. Mit dem... Oh, Naboo. Hey! An sich ist Naboo ja auch voll... Ne, die Monarchie. Das ist halt wie im Vatikan, so eine absolute Wahlmonarchie. Ja, und damit haben wir die Klonkrieg-Kampagne durchgespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, in wie viel Folgen. Ja, auf Geonosis war's durchaus knifflig, sage ich mal. Da bin ich ja dran verzweifelt, 3-4 Folgen lang gefühlt. Der Rest war eigentlich relativ einfach und ich glaube, dann können wir weitermachen. Entweder mit der Galaktischen Bürgerkrieg als Kampagne. Oder tatsächlich mit der Galaxis-Eroberung. Ja, die muss man sich dazu kaufen. Also, ja. Und der Rest ist allerdings... Hier können wir als... Können wir auswählen, mit wem wir spielen wollen? Hier... Imperium... An sich, ja. Ich schau mal. Ich schau mal, was wir dann so noch machen, ne? Worauf ich Lust hab. Ne, ich muss da jetzt... Achso. Muss ja jetzt auch nicht... Ich hab ja auch noch, zu Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, sind erst, glaube ich, 2 Folgen draußen, weil ich das jetzt in fast 3 Tagen die Kampagne durchgespielt habe. Ja, wir sehen uns auf alle Fälle irgendwann wieder. Möge die Macht mit euch sein, möge euer Gerät stets aufgeladen sein und möge euer Steuerbescheinigung stets pünktlich abgegeben sein, weil sonst kommt das Finanzamt und beißt dich in den Arsch. Ich weiß nicht, wovon ich rede. Nur immer so zur Information und ja... Grüße von meiner Seite aus. Es war doch ein erfolgreicher Klonkrieg. Und ich sehne mich jetzt im Erfolg, den ich da geleistet habe. Und ja, auch wenn Stolz eine Sünde ist. Und irgendwie weiß ich nicht, wie ich das Video enden soll, wenn man so ins Labern kommt. Aber egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.